Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind wieder in Diamond City, also sprich in Commonwealth, haben die Insel des Nebels dabei den Rücken gekehrt, und es wird so schnell sich auch nicht ändern, denn wir haben hier mehr als genug zu tun. So sind wir auch gerade dabei, einen Auftrag von der Detektei Valentine zu erfüllen und müssen dafür mal Infos sammeln und vor allem auch mehr über Earl herausfinden, warum er denn eine Rechnung oder eine Bestätigung eher mehr, eine Bestätigung für eine Gesichts-OP hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Dr. Sutter, bitte. Neuer Patient. Das heißt, eine neue Akte anlegen. Hast du ein echtes medizinisches Problem oder bist du wegen einer Gesichtsoperation hier? Beleg. Handeln, mich heilen. Kein Interesse. Sagt Beleg. Diese Rechnung irgendwas? Darf ich mal sehen? Oh, das ist Dr. Crockers erbärmliche Handschrift. Earl Sterling scheint einer seiner Patienten gewesen zu sein. Das beschriebene Verfahren ist banal. Kosmetische Chirurgie ohne Risiko. Aber dazu ist es nie gekommen. Dr. Crocker hat gesagt, Earl wäre vorher verschwunden. Wie dem auch sei. Mhm. Kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Doc Crocker? Wo ist eigentlich Doc Crocker? Letztes Mal, als ich ihn sah, brauchte er etwas aus dem Chirurgiekeller. Wahrscheinlich musste er ja nur ein paar Nadeln abwaschen oder irgendwas umlagern. So, kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Zugang zum Keller. Ich muss mir den Keller ansehen, Doktor. Sieht das hier etwa wie eine öffentliche Latrine aus? Nicht antworten. Warum sollte ich dich da runterlassen? Drohen, suche vermisste Person. Ich suche einen Vermissten, Doktor. Und ich glaube, eine Spur führt in diesen Keller. Einen Vermissten? Du redest nicht zufällig von Earl, oder? Du glaubst doch nicht im Ernst. Weißt du was? In Ordnung. Wenn dann endlich Ruhe ist. Hier. Na gut, geh selbst. Aber wenn auch nur ein Instrument am falschen Ort liegt, kriegst du die Rechnung. Jawohl, ist ja gut. Alter. Gleich so zickig. Also, da haben wir schon mal eine Blutspur. Wo kommt das ganze Blut her? Es führt direkt in den Keller. Also ist dort definitiv schon mal was passiert. Das wird grauslich. Ich sag's euch, das wird grauslich. Das wird richtig, richtig grauslich. Du warst echt ziemlich schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, böse, böse. Du solltest nicht hier unten sein. Aber ist schon okay. Ich krieg alles hin. Alles. Earl Sterling, sarkastisch, ganz ruhig, es ist vorbei. Earl Sterling. Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan. Es war Earl. Er wollte nicht zufrieden sein. Gute Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Ihn verhaften. Friedlich beenden. Gewalt, Earls Tod. Verhaftet. Du hast einen Mann umgebracht. Dafür wirst du bezahlen. Runter mit der Waffe und mitkommen. Ich war das, oder? Ich habe jemanden gestört. Umgebracht. Oh Gott, das ganze Blut. Ich bin voller Blut. Ich alles hin. Was hat er da jetzt gemacht? Was hat er sich selber umgebracht? Das wird wohl eine Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Oh mein Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Doc Crocker, sie selbst, ehrlich. Erklärung, das... Was erklärt das Doc? Doc Crocker hat Earl Sterling ermordet. Ich hab's rausgefunden und dann hat er sich selbst umgebracht. Konnte wohl die Schuld nicht ertragen. Dr. Crocker hat Earl ermordet? Die Gesichtsoperation. Dann ist er also damit durchgekommen. Das erklärt einiges mehr, als mir lieb ist. Dr. Crocker war sein Ruf immer sehr wichtig, aber das ist unmenschlich. Was du nicht sagst. Was jetzt? Es ist vorbei. Nicht deine Schuld. Deine Schuld. Was jetzt? Weiter, Doc. Jetzt? Jetzt muss ich einen Bericht schreiben. Die Sauerei wegmachen und unseren Patienten einiges erklären. Du solltest jetzt gehen. Ein Mediziner sollte sich um diese Verunreinigung kümmern.
Jawohl, das ist meine Ansage. Doc Rockers Kellerschlüssel, glaube ich. OP-Schlüssel. OP-Kellerschlüssel. So. Kronkorken, irgendwas, Laborkittel, Schweißerbrille. Du gestörtes Stück etwas. Keine Ahnung. Mir fehlen die Worte. Edda, gib mal kurz ein Stück, danke. Aha, das wäre alles Diebstahl. Okay. Bist du deppert? Es scheint alles gut zu verlaufen, Ma'am. Oh yeah. Das ist jetzt echt ein hartes Stück gewesen, ehrlich wahr. Komplett gestört, ja? Man weiß nie, man weiß niemals nicht, was in einem Menschen vorgeht. Selbst wenn man ihn jahrelang kennt, selbst wenn man eine Art Seelenverwandtschaft hat oder sogar wirklich eine Seelenverwandtschaft hat, hast du herausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist? Man weiß nie, was in einem Menschen vorgeht. Zusammenfassung. Warum suchen wir noch gleich nach Earl Sterling? Naja, um für unsere Freunde vom Duckout Inn. Ich dachte, ich mache eine Zusammenfassung. Entschuldigung, das ist Blödsinn. Crocker hat ihn umgebracht. Doc Crocker hat ihn bei einer verpuschten OP getötet. Crocker hat Earl umgebracht? Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Wirklich so naiv. Er verrottet nirgendwo, hat sich selbst umgebracht. Bezahl mich einfach. Crocker hat Selbstmord begangen. Er konnte die Schuld nicht ertragen. Meine Güte. Tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout in Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Bitte schön. Bereit für was Neues bist. Nick hätte da ein Holoband eines Ex-Partners, der behauptet, einem Geheimnis auf der Spur zu sein, bei dem er ihm helfen soll. Das Band ist in der Akte da drüben. Vielleicht kannst du der Sache auf den Grund gehen. Armer Earl, so etwas wünscht man nicht mal seinem größten Feind. Wirklich nicht. Na gut, dann schauen wir es doch gleich mal an, oder? Eine Kaffeetasse. Akte. Marty Bullfinch. Der Marty Bullfinch-Fall. Marty war Nicks Partner. Betonung auf war. Er muss ziemlich verzweifelt gewesen sein, uns nach so langer Zeit um Hilfe zu bitten. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir es doch gleich an, oder? Falsch, wir müssen jetzt das Holoband, ne? Und so. Selbstvertrauen ist alles. Jawohl. Schiffsbrecher, sonstiges, ne? Jawohl. Marty. Martys Holoband. Hilfsmittelchen. Marty, wo ist er denn? Nix Hilfsmittel, diverses. Oh. Diverses, ja. Marty, wo ist er denn? Marty Bullfinch. Holoband. Nicky, du alter Nietzsack, hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Faneuil Hall? Da war eine Notiz dran. Eine Notiz des Sohns von einem gewissen Sham Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt. Aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben. Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Ich werde mir die Hall mal etwas genauer ansehen. Wenn du das Team wieder zusammenbringen willst, dann lass es mich wissen. Okay. Finde den goldenen Grashüpfer. Dann gehen wir es mal an, oder? So, goldener Grashüpfer. Dann tun wir den halt mal finden, du. So. Grashüpfer. Das da? Das soll der? Markierter Ort. Na, das ist er nicht. So, da ist was. Dann dorthin. Porti, Porti. Oh yeah, Level Up ist auch schon zum Greifen nah. Na okay, das ist übertrieben gesagt. Aber wir sind schon mal über die Hälfte. Mua.
Vielleicht schaffen wir es sogar weit über die Level 70. Das wär gar nicht mal so unrealistisch. Diese Valentine-Geschichten gefallen mir ehrlich gesagt recht gut. Denn hätten wir das nicht gemacht, wären wir nicht einmal gescheit zu der Insel raufgekommen, ne? Zu der Insel des Nebels. Also ich muss sagen, gefällt mir gut. Bin gespannt, was wir noch alles entdecken dürfen, machen dürfen. Und natürlich auch die Siedlergeschichten, das sind auch solche Sachen, ne? Da müsste ich auch besser dahinter sein. So. Ah, da sind wir. Ah, da dürfen wir rein. Oha. Ach, ich bin. Na, das. Freu dich einfach, du sagst es. Alter! Warte mal, du Kerl! Ah, geht ja. Raketenwerfer. Toll. Raket. Au! Auf nimmer Wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen. Ja, so ist es. Das ist die Wahrheit. Blut, Fleischsack, da ist nichts. Ich will mir nur schnell die Sachen holen von dem einen. Verbessert und gebündelt. Maximiert. Laser-Scharfschützengewehr. Mhm. Das liest sich aber nicht schlecht. So, ich möchte. Huch, ich möchte auf jeden Fall. Huch. Ich muss mal Inventar und so schauen. Wie schwer bin ich denn schon? Geht, glaube ich, ha? Ich glaube, das können wir noch hin. Quasi rein, raus. Dann mal wieder zu unserer Vault. Den ganzen Krempel wieder abladen. Da knurrt irgendwas. Ah, da ist noch einer. Da ist irgendwo auch einer. Naja. Das ist ja doch ein bisschen übertrieben, oder? Hey, Edda, das waren meine Punkte. Die hat sie mir weggenommen. Oh, da werden wir entsperren. Aha. Schon besser. Cool. Cool, du sagst es. Da gibt es einen dicken Batzen Geld für uns. Vorkriegsgeld halt nur, aber trotzdem. Da können wir uns eine Zigarette zusammenrollen und oder eine Zigarre daraus rollen und sie dann verrauchen. Das geht ja, verrauchen, ja. Damit eine rauchen, so. Zuckerbömpchen, jawohl. Boah, ich habe früher, wenn ich denke, als Kind, ne? Als Kind damals Kellogg's Frosties und so diese. Ich meine, bei uns heißt das Geschäft Hofer. Bei euch wird's, bei euch Deutschen wird's, also nicht nur wird, sondern heißt Aldi. Da gab's ja immer haufenweise. Oh, da gab's immer haufenweise Cornflakes. Die ganz süßen. Boah, ich habe die gefuttert. Ich bin aufgegangen wie ein Germknödel. Wenn es warm ist. Wirklich, ich schwöre. Ich habe so zugenommen. Ich meine, ich weiß nicht, ich meine, so ein Gläscher war ich nicht, aber ja, es ist, sagen wir mal so, es hätte besser laufen können für mich. Obwohl ich mich viel bewegt habe. Also ich habe mit meiner Schwester wirklich viel draußen verbracht. Also viel Zeit draußen verbracht. Haben herumgedollt und was weiß ich, aber pff, dass wir da damals Graffel in uns reingestopft haben, wo keiner gewusst hat oder gedacht hat, dass das in irgendeiner Weise ungesund sein könnte. Krass.
heute ist das alles total anders und ich bin auch ehrlich gesagt froh drüber, dass man wirklich schaut auf das, was man in sich reinstopft, dass man sich nicht mehr, sag ich jetzt mal ganz grob und schier, dass man sich nicht mehr verarschen lässt. Das ist halt aus meiner Sicht schon sehr wichtig. Ja, das hat kein Gewicht, das hätte ich gleich behalten können. Ist eh wurscht. So. Aber wenn ich kann. Ja, Bill können wir noch schleppen. Ich muss jetzt vorsichtig sein mit dem Schleppen zu können. Das könnte wieder zu einer Überlastung führen. Ja. Naja, jedenfalls, die waren halt so saulecker. Mann, ey, es war Pflicht, die zu futtern in der Früh. Mann, die waren so köstlich. Und wenn ich gerade die Zuckerbomben lese, muss ich immer an meine Kindheit denken, wo wir die wirklich, ja, schüsselweise gefuttert haben, auch mal zwischendurch, mal als Abendessen und so weiter und so fort, wenn man Bock drauf hatte, boah, ey, runter damit. Mm. Ah, du bist eine Falle, gell? Glaube ich. Ich mag diese Affen nicht. Richtig ausschalten. So, jetzt bist du ausgeschaltet. Da. Ich glaube, der stampft über uns, oder? Der stampft über uns, über uns. Der stampft über uns. Tralalalala. Mach mal auch kaputt. Bam 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 bam. Ich sammle Graffel ein und da gibt's noch mehr. So, das ist echt schon recht viel. Ich was hören. Mhm. Auf jeden Fall hätte ich jetzt gern eine Schüssel voll von diesem giftigen Zeug. Nein, nicht giftig in Form von gesundheitsschädlich jetzt komplett, aber also wir sagen oft, also die Mädels bei uns in der Steiermark sagen oft, boah, das ist aber schönes Gift, bezogen auf die Linie. Also nicht so klass eigentlich. Nicht so toll. Rennstrecken irgendwas. Der Oktoberklassiker, Sonntag, 31. Oktober 2077 im Easy City Towns. Präsentiert von Kaufhaus Follands. In Zusammenarbeit mit dem Jockey Club Boston. Drei Weltklasse-Rennen. Preisgelder von insgesamt $450.000. Boah. Ich glaube, das haben wir verpasst. Ah, nein, Finanzbezirk. Oh nein, ich gehe raus. Das war nicht schlau. Das war nicht gut und auch nicht schlau. Mist. Na komm, lad jetzt ein bisschen schneller, bitte. Ich habe nicht mal CD drin, verstehst du? Und braucht eine Zeit, bis es fertig geladen hat. Das ist gemein. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Dreimal Entschuldigung. So, schnell rein nochmal. So. Da ist finster, oh wie wunderbar. Zuerst ist die Frage, worauf? Ist noch mehr klumpert. Wahnsinn, was da alles klump herumliegt. Blöde Geräusche. Blöde Geräusche, ja. Ach, schön. Hm, was haben wir da? Da ist auch was, schau mal. Ein Liftelein. Fahren wir doch mal rauf, oder? Hm, da sieht man sie herumlaufen. Au! Es geht die Kackdüne auf. Geht die Kacktür nicht auf? Nicht der Ernst jetzt, oder? Ah, da! Meine Güte, ich bin so doof. Entschuldigung. Hinter mir. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Ja. So. Na, so schnell sterbe ich jetzt nicht. Ja, nicht nur könnte, es ist sogar einer, meine liebe Edda.
Schade, dass du nichts mehr schleppen kannst, wirklich. So. Verbrannt, verbrannt, verbrannt. In ein Graffel. Wow, hallo, hallo. Du hast überhaupt keine Manieren. Hallo, hallo. Das soll irgendwo ein Mutantenbund sein. Aber stell ihn jetzt an. Jawohl! Sind wir fertig? Das lasse ich lieber liegen. Das könnte unter Umständen schon zu viel sein, was ich schleppe. So. Ist da jetzt noch jemand? Nee, oder? So, was muss ich jetzt hier holen oder machen? Was soll ich denn jetzt hier tun? Oh, das sind noch mehr. Das sind noch viele, viele, viele. Huch, hallo. So. Technisches Dokument. Boah, nicht runterfallen. Ordner, Wecker, Zigaretten, Kaffeetasse, Plastiklöffel, noch ein Wecker. Dann hier raus. Au! Ich sehe nichts. Au, du depperter Hund. Du Kerl. Au, au, au. So. Hier rein. So, so. So, Klebeband. Das nehmen wir auch alles mit. Jo. Da ist auch noch was? Ja. Jupp. Oh, Entschuldigung. Liebe, Leben und Leben lassen. Wie irgendwas ein Heft haben wir bekommen mit einer Fähigkeit. Entschuldigung, es war zu schnell. Ich habe zu schnell geklickt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich dachte, das wäre nur Müll hier. Aber wir haben ein Heftlein bekommen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, fertig. Ich glaube. Das nehmen wir auch mit. Das auch. So, da ist ein Eimer zum Reinkotzen. So. Na. Ich muss was essen, mal. Mal was essen. Hilfsmittelchen. Hauen wir den weg, den da. Schmatz, Schmatz, Schmatz. Irgendwas, was schwer ist. Irgendetwas, das schwer ist. Hat ein Gewicht. Ich würde mal sowas. Ich bin immer noch zu schwer. Wir können wieder nur gehen. Mist, ich hätte doch auslernen sollen. Ach, Herr Jemine. Ist da auch was? Ach so, das ist komisch. Naja. So, sind wir jetzt hier fertig? Was hätten wir denn jetzt hier? Finde den goldenen Grashüpfer. Goldenen Grashüpfer. Wir müssen weiter nach oben, wie es scheint. Ich hasse es, wenn ich gehen muss. Also da. Dann gehen wir hier raus. Aufs Dach.
Da müsste das Ding dann sein, was wir brauchen. So. Es lädt. Mhm. Es lädt und lädt. Na los. Lad schneller. Bitte. Jawohl, es tut sich was. Sehr gut, Licht. Ach, das wird, ist der Grashüpfer. Kann ich hier drüber? Ach so, so geht's auch. Servus. Marty Pullfinch. Oh je. Oh je, oh je. Jupp. Da hast du vollkommen recht. Das nehmen wir auch gerne mit. Ja, aber ich muss was zurücklassen. Habe ich irgendeine Kleidung, die ich zurücklassen kann? Ja, der hat immerhin 3 Kilo. So, das werde ich zurücklassen. Und Waffen halt, ne? Das braucht wirklich kein Mensch. Den eigentlich auch nicht. Und das werde ich auch da lassen. So, jetzt passt es wieder. So, Impro-Pistole. Lol, ich will eine Pistole mit, ne? Fläschchen, Fläschchen. Ja, ja. Kriegst die Impro-Pistole auch noch. So. Trotzdem zu wenig. So, jetzt müsste es passen. Huch. Auch mit. Da ist nichts versteckt. Und der goldene Grashüpfer. Sehr gut. Gold, Glas und Kupfer gibt uns. Abgeschlossen. Lies Nahrung für den Grashüpfer. Mhm. Inventar, diverses Nahrung mit N. Nahrung für den Grashüpfer. Da. Hergestellt von Shem Drone. 25. Mai 1942. 1742. Entschuldigung. An meine Brüder und Grashüpfergenossen. Niedergestreckt am 13. November des Jahres 1753. 1755. Früh am Morgen durch ein großes Erdbeben meines alten Meisters im Himmel. Wie im Angesicht der Zerstörung durch Flammen entkam ich bei Zeiten den Hallen, den gebrochenen Knochen und Prellungen, wohlauf und heil. Des alten Meisters Sohn Thomas Throne, 28. Juni 1768, will ich Nachlass in meinem Büro versprechen, doch wandelmütig wie der Wind soll ich sein. An den Ufern des Karls, wo Meister Shem auf ewig ruht, soll man finden den Wert eines ganzen Lebens. Okay. Finde Shemdrovs Grab. Wo ist es denn? Shemdrovs Grab. Muss ich vielleicht... Na? Ach so, ist es gar nicht auf der Karte markiert. Muss ich das jetzt aus dem Rätsel heraus? Oder wie? Entschuldigung. Mal so. Vielleicht tut sich jetzt was. Ach, da jetzt, da, schau mal. Da tut sie was. Wie bohrte ich mich da am besten hin? Ich glaube da, ne? So. Und dann das Stück rauflaufen. Das ist, glaube ich, gut. Dann haben wir auch diese Quest geschafft. Jojo. So, dann sind wir vorbei. Lauf, lauf, lauf. Huch.
So, schön hier vorbei. Gesund sind wir, das ist schön. Dab, dab, dab. So, darüber. Mhm. Ja, ja. Ist klar. Au. Du auch? Au, Edda. Schießt mich da voll an, ey. Edda, das war nicht nett. Nein, wirklich nicht. Wo ist der andere Ghoul? Wurscht. Dann buddeln wir doch mal, oder? Shemdrow's Grab. So. Zum Glück haben wir eine Schaufel mit. Keine Ahnung woher, aber wir haben eine mit. Das nächste Skelettilein. Was haben wir denn da? Den Goldbarren. Kupferbahn, Silberbahn, noch mehr Bahn. Kleine, keine Angst. Ach so. Fürchte dich nicht. Die Klinge ist vom Eisen des Teufels. Doch nur der Träger macht sie böse. Drone. Da hat er recht, eigentlich. Das sind weise Worte. So, und jetzt, ha? Und jetzt? Das war's, oder wie? Das war's? Das war's, scheinbar. Das war's. Ja, ist gut. Ist gut, das war's. Dann würde ich sagen, wir reporten uns gleich mal zur Vault 88 und entleeren uns dort. Das hört sich falsch an, ich weiß. Aber wir tun mal das ganze Graffel weg. Jo. Und ja. Werden dann auch bald den Part beenden. Sind, glaube ich, nur noch 8 Minuten. Beziehungsweise schauen wir uns dann gleich die nächste Quest an. So werden wir es machen. Ich habe keine Ahnung, wann wir die nächste Baufolge machen. Ich möchte zuerst mal liebend gern ein bisschen die Questlog abarbeiten. Und dann mal wieder so vielleicht 3-4 Parts oder so bauen. Bauen. Viel bauen. Huch. Aufgepasst. Ja. Gib mir alles, was du hast. Ich danke dir. Nein, falscher Knopf. Falsch. Besser. Gesamten Schrott lagern. So. Weg. Das kann alles weg normalerweise, bis auf die hier. Die hier und die hier, glaube ich, ne? Ich glaube. Anziehsachen, kommt das weg, das kommt weg, das und das und das. Das kommt auch weg. Die können noch nicht weg. Da muss ich mich jetzt auch mal schlau machen, was mit diesen Raumanzügen eigentlich sein soll. Die sind echt nervig. Aber nur ein bisschen. Ja. Na, falsch. Wurscht. Das kommt weg, das kommt weg. Das tun wir weg. Das und das und das und das. Das auch, das auch, das auch. Der und das und das und das. Mutantenhundefleisch, jawohl, kommt auch weg. Wir müssen echt mal kochen. Bei passender Gelegenheit. So. So. Und die Zuckerbümchen. Ja, das schaut nicht schlecht aus. Sind wir sogar ein bisschen leichter als sonst. Das erfreut mir. So, nächstes Questelein. Nächstes Questelein, sonstiges. Was haben wir als nächstes? Öffne deinen persönlichen Lagerbehälter. Und wo bitte? Ach so. Da oben. Ach so, warte mal, das können wir auch gleich machen. Das ist scheinbar eine kurze Quest, denke ich mal. Dann können wir auch wieder unsere, wenn es passt, unsere Texte da, diese Dokumente abgeben. Jo, kriegen wir wieder ein bisschen
ein paar Kronkorken, wollte ich sagen. Bisschen Geld. Komm, ein bisschen Geld. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Zack, um. Jo. So. Den habe ich auch total vergessen. Huch. Kann doch mal passieren, oder? So, rauf mit uns. Tap, tap, tap. Es ist wieder eine Flutwelle an Ladebildschirmen, ich weiß. Aber wenn man so einen Schuss liest wie ich, dann übersieht man solche Sachen eben und das ist nicht so krass. So. Achtung! Sämtliches Personal, dessen jährliche medizinische Untersuchung noch aussteht, sollte unverzüglich bei Ritter Captain Kate einen Termin vereinbaren. Das wäre alles. Ja, okay. Schön. Ist das hier vom Professor? Nö, ne? Na, da bin ich verkehrt. Da würde ich sagen, wir hauen wieder ab. Zumindest gehen wir mal ein Stück runter. Ich muss gleich die nächste Quest anschauen. So, nächste Quest. Das war jetzt nur eine ganz kleine, schwächliche. Na nö, so. Sonstiges. Finde technische Dokumente. Jawohl. Sprich mit Harvey. Dann werden wir als nächstes mit Harvey sprechen. Wo ist er denn? Der Harvey. Der ist auch hier. Sprich mit Harvey. Jo, der ist auch hier. Harvey. Der ist draußen. Der Harvey. Ja. Dann gehen wir raus zum Harvey. So. La-da-dam-bam-bam. Servus. Ich will zu Harvey. Da muss ich fliegen? Komm, bitte. Können wir es nicht boarden? Nein. Geht sie das noch aus? Ich hoffe mal. Zeitlich. Hm. Das ist schon der gemeint, oder? Huch. Da ist schon der Hubschrauber gemeint, oder? Schaut schon so aus. Wird wahrscheinlich ein bisschen Überlänge geben. Ich entschuldige mich schon mal dafür. So, und auf geht's. Sind wir jetzt gelandet? Irgendwie ja. Toll. Es ist ja doch da unten irgendwo. Herr Harvey. Ich bin verwirrt. Merkt man das? Warte mal, das kann ja nicht sein jetzt, oder? Wo bist du, Harvey? Da drüben irgendwo. Oh. Nuka World. Oh. Gut. Dann müssen wir dorthin. Okay. Dann look mal doch einfach mal. So. La da da. Ba da 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 da. Da 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 da. Na los, lade, mein Freund. Lade es, wenn du noch nie geladen hättest. Oder so, wenn du das letzte Mal laden müsstest. So, jawohl. Passt auch nicht ganz, dann lässt er sich trotzdem Zeit. In beiden Fällen. Wer noch nie geladen hat, hat keine Erfahrung, wie es geht. Harvey, verdammt ich. Ah, du bist es. Ich habe heute nach ganzen drei Stunden geschlafen. Hey, ich wollte nur sagen, nichts für ungut, okay? Du wusstest Bescheid, du hast mich angelogen. Schon verstanden. Du bist ein toter Mann. Du wusstest Bescheid? Ja, schon irgendwie. Aber nicht wie du denkst. Ich meine schon, aber ich hatte da keine große Wahl. Naja, okay, schon gut. Ich verstehe schon. Gott sei Dank. Wenn es dich tröstet, ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich geb's zu, ich habe keine Familie. Zumindest keine, die noch lebt. Ich habe sie verloren, als Coulter und seine Gangs uns diesen Ort hier nahmen. Jetzt sind diese Händler alles, was mir noch bleibt.
Sie sind jetzt meine Familie. Wenn Coulter mich losgeschickt hat, um Leute für die Feuerprobe herzulocken, hatte ich keine Wahl. Hätte ich es nicht getan, hätte er jemanden getötet, der mir was bedeutet. Es tut mir nur leid, dass du da reingeraten bist. Jemals eine entkommen? Langweilige Tränengeschichte. Ich verstehe, du bist tot. Was? Na, ist dir überhaupt jemand entkommen? Ist dir jemals einer entkommen? Nie, konnte ich mir gar nicht leisten. Früher schickten sie mir noch jemanden mit. Der dachte, er könnte hier draußen fliehen. Sie haben ihn gefunden und zwei unserer Leute vor seinen Augen gefoltert und ermordet. Dann zwang sie ihn in die Feuerprobe. Danach war mir klar, was ich zu tun habe. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich dich da reinziehe. Schon gut. Alles klar. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Schön zu hören, Boss. Hätte nie gedacht, dass mir das mal passiert. Ich dachte, ich bin tot. Naja, ich mach besser mal weiter. Okay. Ich rede nicht so gern. Bringt mir nur Ärger. Abgeschlossen. Sauber. Nächste Quest. Die schauen wir uns noch an. Nanü, nicht lecken, ganz ruhig, schön durchatmen, wird alles gut. Finde technische Dokumente, jawohl. Sprich mit Sira Patrovia. Da wer und was? Warum und so? Und wo ist die Gute? Ach, die ist auch hier. Hey, das passt ja gerade super. Das ist hier fein. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Ich baue mich nur mal rauf, damit ein Schussel wie ich begreife, wo ich als nächstes hin muss. Und ja, dann werden wir hier heute Schluss machen. Komplett aus, Ende, fertig, finster wird's. Genau. So, finster wie der Bildschirm. Hier, gerade. So. Also gut, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Sprich mit Fridge, er sagt dir, was du tun hast. Ja. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Ich habe schon Danke gesagt, oder? Ich hoffe mal, weil der hat mich gerade unterbrochen. Jedenfalls nachträglich nochmal Danke, wenn ich es vergessen habe. Und meine Lieben, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!